einen Mozart-Requiem in der heutigen Zeit nochmal aufzunehmen, da stellt sich die Frage des Warum natürlich sofort. Und die ist uns auch tatsächlich oft gestellt worden. Ich habe darauf eigentlich drei Hauptantworten. Erstens, es ist ein gigantisch schönes Stück. Die Begeisterung für dieses Stück ist überhaupt Grund genug zunächst mal. Außerdem ist es natürlich für einen Chor ein Stück, was eine unglaubliche Herausforderung ist. So, dass es eine Riesenbefriedigung ist, dieses Werk mit einem Chor zu erarbeiten, zu proben, aufzunehmen und aufzuführen. Und natürlich gibt es den Punkt der fragmentarischen Überlieferung. Wir wissen alle, dass Mozart ja über diesem Werk gestorben ist. Er hat es nicht beenden können und deswegen hat einer seiner Hauptschüler, das war Franz Xaver Süßmeier, dieses Werk beendet. Das einzige Element einer klassischen Requiem-Vertonung, das von Süßmeier nicht berücksichtigt worden ist, das Amen nach dem Lacrimosa. Meine Idee war, es doch wie Franz Xaver Süßmeier zu versuchen, der ja nun dem Mozartschen Werk sehr respektvoll gegenübergetreten ist und an Mozart weitergearbeitet hat. Das wollte ich genauso tun und habe einfach an der Architektur der Kyrie-Fuge entlang komponiert. Das heißt, mein Material war das karge Material aus Mozarts Skizze, meine Architektur aber war eine fertige Mozart-Architektur. Beides zusammengenommen ergaben dann 3 Minuten Musik zu einem Amen und damit eine Komposition, die, wie ich finde, durchaus dem Mozartschen Geist nahe kommt. Mit der Trauermusik von Vogler und dem De Profundis von Salieri haben wir 2 Werke, die wir erstmals jetzt sozusagen gehoben haben und eingespielt haben. Also es handelt sich um 2 Welterst-Einspielungen, die es sonst noch nirgends gibt. Das ist natürlich für uns ein besonderer Reiz gewesen. Insofern eine CD, eine Aufnahme, eine Produktion, die viele verschiedene Aspekte beleuchtet, die das Requiem als zentrales Werk beleuchtet, die es in den Kontext der Zeit stellt, in den Kontext der Komponistenkollegen und durch die Rekonstruktion der Amenfuge bis heute eben zeigt, dass das Kapitel Mozart-Requiem kein abgeschlossenes sein wird.